Hallo zu einer neuen Folge. Heute Ludger Stratmann ist tot. Sein Leben. Ja, gerade eben kam die Meldung rein. Kabarettist Ludger Stratmann ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Das auch am heutigen Mittwochabend. Da wurde das Ganze bestätigt. Ludger Stratmann soll angeblich den neuesten Berichten zufolge an einem Herzinfarkt verstorben sein. Sein Bruder Christian Stratmann sagte gegenüber den Ruhr-Nachrichten: "Wir sind fassungslos, damit hat niemand gerechnet. Das hat niemand kommen sehen. Er hatte noch viele Pläne und noch vor kurzem sei er auf Norderney gewesen." Uns persönlich trifft das Ganze oder diese ganze Nachricht auch nochmal sehr hart, da im engeren Familienkreis vor 14 Tagen Leute ein Stück von ihm gesehen haben in einem Essener Park. Stratmann war natürlich für seine zahlreichen WDR-Auftritte und auch seine Show im WDR bekannt. Des Weiteren natürlich für seine kabarettistischen Leistungen, welche er immer wieder auf die Bühne brachte, mit unterschiedlichen Programmen, Sprittig und vielen anderen. Hauptsache, ich werde geholfen. Stratmann war also auch ein Urgestein im WDR und ja, der WDR strahlte auch sehr viele Sendungen mit ihm als Kneipenwirt Jupp aus, ne, mittwochs mit im WDR, glaube ich, das kennt man noch. 150 Sendungen gab es mit ihm dort und ja, eine harte Nachricht, die unglaublich schockiert, die einen hier auch so ein bisschen aus der Fassung wirft, weil man diesen persönlichen Bezug, wie natürlich auch viele andere, dazu hatte und dann auch noch mit der Hintergrundgeschichte, dass wirklich Leute in meinem ganz nahen Umfeld dann auch noch für weniger als 14 Tagen davon berichtet hatten, dass sie bei ihm in seiner Show waren. Ja, das Ganze kam jetzt wirklich sehr, sehr überraschend und schreibt mal eure schönsten Erinnerungen von Ludger Stratmann in die Kommentare. Lasst uns wissen, was waren die schönsten Momente und bis zur nächsten Folge und ciao.